Auf einmal stehen wir hier zusammen. Um uns herum lodern Flammen. Und es ist kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Wir kämpfen gegen tausend Riesen. Doch wo wir sind, sind wir viele. Und es ist kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Wir sind die, die aufrecht stehen. Wir haben hinter euren Masken gesehen. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe. Wir wollen leben und lieben, wir sind so viel mehr. Sie haben uns immer nur belogen, doch wir sind übers Nest geflogen. Und es ist kaum zu glauben, es ist kaum zu glauben. Sie wollen uns unsere Würde nehmen, doch wir stellen uns ihnen entgegen. Und es ist kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Wir sind die, die aufrecht stehen. Wir haben hinter euren Masken gesehen. Wir stehen für Wahrheit. Für Wahrheit und Freiheit und Liebe sind her. Wir wollen leben und lieben. Wir sind so viel mehr. Wir haben viel zu lang geglaubt, waren artig, zahm und brav. Sie haben uns die Luft geraubt, doch wir sind aufgewacht. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe seht her. Wir wollen leben und lieben. Wir sind so viel mehr. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe seht her. Wir wollen leben und lieben, wir sind so viel mehr, wir sind so viel mehr.
ohne Technik zu sprechen und hoffe, dass die meisten mich verstehen. Ich will es auch nicht allzu lang machen. Ich möchte damit beginnen, dass ich zwei Fragen in die Runde stelle. Meine erste Frage: Ist denn der Bürgermeister dieser Stadt hier vor Ort? Mobbst du mich, weil ich fett bin, oder was? Ein bisschen. Weil ich sich auf der 20 Kilo aufzunehmen. Zweite Frage. Ist denn jemand, den wir im weitesten Sinne als freien Journalisten bezeichnen können in dieser Runde? Nicht alle auf einmal. Ja. Ja, dann resultiert daraus eigentlich meine dritte Frage, die ich nicht stellen wollte. Seid ihr denn noch freie Journalisten oder seid ihr wirklich nur noch Erfüllungsgehilfen? Ja. Warum frage ich danach? In der letzten Woche gab es in Annaberg-Buchholz eine Demo mit 2700 Teilnehmern. Na klar, Annaberg-Buchholz ist auch ein bisschen größer, was mich aber sehr beeindruckt hat. Angeführt wurde diese Demo in Annaberg-Buchholz vom amtierenden Oberbürgermeister. Jawohl! Aber nun meine eigentlichen Gedanken, die ich auch wieder mit einer Frage beenden werde, bedingt durch ein Ereignis in der letzten Woche. Viele haben es sicherlich mitbekommen. Manch einer aufgrund der verwendeten Fremdworte vielleicht nicht ganz so verstanden. Auch ich musste erstmal nachlesen. Ein Herr Zelensky hat gefordert, dass die NATO einen Präventivschlag gegen Russland ausüben soll. Nun ist es so, ein Präventivschlag ist immer ein Erstangriffsschlag. Da ein Präventivschlag nicht wirklich von einem Angriffsschlag getrennt werden kann, sind Präventivschläge nach dem geltenden Völkerrecht nicht gestattet. Herr Zelensky fordert also die NATO auf, Verstöße gegen das geltende Völkerrecht durchzuführen. Warum sind Präventivschläge nicht gestattet? Die Trennung ist ganz, ganz schwer. Auch Amerika hat den Krieg gegen den Irak als Präventivschlag deklariert, weil es galt, Massenvernichtungsmittel, sprich chemische Waffen, dort ausfindig zu machen. Bis zum heutigen Tag ist keine Giftgasgranate gefunden worden. Und so habe ich also dann vorhin ja auch gesagt, ich will mit einer Frage enden. Könnt ihr euch an die Wirtschaftssanktionen erinnern, die man gegen Amerika veranlasst hat, als Amerika den Irak angegriffen hat? Nein! Könnt ihr euch an Wirtschaftssanktionen erinnern, als es darum ging, den Krieg gegen Vietnam zu ächten? Nein! Ich könnte weitermachen. Ich will aber, wie gesagt, mit einer Frage enden. Sind denn die Kinder in Vietnam, denen man Napalm über den Körper gegossen hat, die Kinder im Irak, die Kinder in der Ukraine unterschiedlichen Ranges? Nein. Ich bin stolzer Opa von zwei Enkelkindern, die ganz toll geworden sind. Und für mich sind Kinder Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft. Und wenn man also sich jetzt dafür einsetzt, dass die Kinder in der Ukraine besonders geschützt werden, dann müssen sich diejenigen, auch die deutschen Politiker, die Frage gefallen lassen, was haben die damals gemacht? Danke.
Brüderlich, guten Abend. Nochmal super Leistung. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich wurde heute, vor allem gestern Abend, von vielen Leuten angeschrieben und angesprochen. Oh mein Gott, hast du die Wahlen gesehen, die Wahlen verfolgt? Die Ergebnisse, oh mein Gott. Aber ich will euch die Wahlen mal vorlesen, wie ich sie sehe. CDU wurde von 67% der Bevölkerung dort nicht gewählt. Die SPD. Die CDU von 71% der Leute wurden sie nicht gewählt. Und die Grünen von 86% der Leute wurden sie nicht gewählt. Ich denke, jawohl. Genau, wir wissen ja überhaupt gar nicht, welche Zahlen wirklich echt sind und wo diese Zahlen herkommen. Ich habe hier mit Berge bei der Wahl gestanden vor einigen Jahren, da wurde mein Name mit Bleistift eingetragen. Von daher zweifle ich grundsätzlich erstmal alles an. Aber Leute, ihr habt gesehen, es ist nicht wirklich die paar Stimmen, die dort zusammengekratzt worden sind, um eine Mehrheit darzustellen, sondern sind die vielen Stimmen, die sich damit erläutert haben, dass ich sie nicht gewählt haben sollte. Und daran sollten wir festhalten. Sie sind die Stimmen, die wir hier vertreten. Und wir sind die Stimmen, die immer am lautesten und am energischsten vertreten werden sollten. Danke. Irgendwer? Vielleicht nochmal ergänzend zu Amerika, wenn man die letzten 200 Jahre zurückblickt, waren sie roundabout an 200 Kriege mit beteiligt. Das dürfte uns eigentlich allen zu denken geben. Nochmal ergänzend zu den vorigen Sprecher. Ja. Ansonsten, wenn nichts mehr weiter ist, wie gesagt, nächsten Montag geht es nochmal weiter. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Danke, bleibt zusammen. Ach, der junge Mann nochmal. Na dann, Applaus! Ja, guten Abend, Fritz Berge. Zu Amerika kann ich nicht schweigen. Warum? Amerika ist mindestens seit 2001 zum Geisel der internationalen Finanzhierarchie geworden. Drei Hochhäuser wurden gesprengt und der Staat ist nicht in der Lage herauszufinden, wer es gewesen ist. Und das Märchen von Osama bin Laden, wer das noch glaubt, ja, der glaubt auch an die Märchen von den Gebrüder Grimm. Das ist so ein Skandal. Und das Schlimme ist, dass diese internationale Finanzwirtschaft immer dreister wird und immer mehr in unser Leben mit beeinflusst ist. Denn was wollen wir mit noch mehr Schulden, mit noch mehr Milliarden, die aufgenommen werden, wenn die Ursachen für diese ganze Situation nicht beseitigt werden? Und die Ursache ist der Handelskrieg der Amerikaner gegen die Russen. Und die korrupte, rassistische Regierung in der Ukraine ist einfach ein Skandal, dass wir da ein Cent hingeben. Geschweige denn Waffen. Waffen gehören nicht gegen Menschen eingesetzt, sondern höchstens als Drohpotenzial. Und was bei uns passiert, was unsere Regierung macht, liefert Waffen, liefert schwere Waffen. Ja, jetzt liefert sie sogar jede Menge Geld, damit andere Staaten Waffen produzieren und damit Ukrainer und Russen umgebracht werden. Das ist ein Skandal, das wollen wir nicht. Wir wollen Frieden. Und eins steht fest, Frieden kriegen wir nicht mit Habeck und Baerbock. Die könnt ihr vergessen. Sie haben ihre Chance gehabt und haben uns in immer größere Abhängigkeit von dem internationalen Finanzkapital gebracht. Deshalb ein Appell an Scholz, bekämpft die Ursachen und verschuldet unser Volk nicht weiter, denn wir als Bürger müssen letztendlich die Zeche zahlen. Und das kann nicht sein. Es muss endlich aufhören, es ist nicht gut. Was soll denn noch weiter passieren? Es werden immer mehr Leute, die sich der Situation bewusst werden und sagen, wir bleiben nicht mehr zu Hause. Ich als Rentner sehe mit großer Sympathie, dass es immer mehr junge Leute sind, die auch hier in Wittenberge sagen, jetzt reicht es, das müssen wir verhindern. Wir müssen mit einem friedlichen Protest
die Politik daran erinnern, dass sie unsere Interessen vertreten sollen und nicht die Interessen der internationalen Finanzwirtschaft. Dankeschön. So, wenn jetzt keiner mehr weiter was zu sagen hat, dann können wir eigentlich die Veranstaltung auflösen. Oder möchte noch jemand?